Barcelona. We are here at the IAPA Expo Europe, and we are very excited because it's the first time for us to do something like this. So let's have a look what we are gonna explore here. Sisyphox, der weltweit größte Game-Controller, und funktioniert super einfach. Man rollt eine große Kugel in alle Richtungen und steuert damit verschiedene Games, und das Ganze macht nicht nur Spaß, sondern strengt auch ordentlich an. Ist also eine Art Fitnessspiel und wird in verschiedensten Indoor-Entertainment-Bereich, Family-Parks, Trampolin-Parks eingesetzt und ist eine Produktion aus Deutschland, alles in Deutschland entwickelt, und ja, probiert das doch mal aus. Platform like all of these channels, so you don't have to update things to many places. They run on the same platform which we develop for many theme parks all the time. So we're a SaaS service, so we keep building it up all the time. And then we go for the checkout, for the payment. This one of course doesn't have a payment terminal with it, but you could pay with the mobile phone as well. We are not very far now, just one way of a lot of coming today, and it's very interesting to see the industry behind, so like the business side of this industry, not the fun part but also the business part, which is also fun, but yes, we saw cash systems and of course new attractions, and yeah, this is very interesting to see for us, also for me as a student, and for Natalie as a own what will you say, you have a business in this industry at least, so this is very interesting to see, and let's see what we are gonna see next. Unfortunately we cannot drink beer at this moment. we got offered one, but maybe later. Fantasyland, we rock group, and everyone comes here to say congratulations. I'm very happy. Yeah,
really, congratulations to that. So you like it too. Impressive, really. It's impressive, it's impressive. What parts of it did you actually do there? Everything. Everything that is concrete. Wow. And yeah, their design and our artists work together to... It's a piece of art. It is. In my opinion, it's a piece of art. Everyone comes here and say, I was there, I was immersed in the Rockburg world. Yeah. It's fantastic. And yeah, and we are very happy with it. And I can see that you also, because you... That's fantastic work, really. And interesting which different projects you work on. Did not know that. The first mission is about combining audio files on the big touchscreen. You crack the code by finding the information in the room. It is possible to buy hints on every mission, but remember, buying hints will cost you points. The second mission is more about working together. Push the right buttons on the right time to complete this task. In this mission, everyone needs to work together to get the job done. On the next mission, a spy is missing. The team needs to find the location by using the Google Maps. Wir haben uns hier gerade mit Reverse-John unterhalten und oder mit einem Mitarbeiter. Und ja, wir haben uns über den Drifting Coaster unterhalten. Ja, sie wissen, er ist sehr, sehr rough, aber sie arbeiten dran. Das finde ich sehr gut. Und was ich auch cool finde, ist diese Chase hier. Ich dachte erst, es ist echt aus Holz, aber ist es nicht. Aber es ist cool, dass man sich um alte Bahnen noch kümmern kann als Unternehmen. Finde ich eine gute Sache. Man kann halt wirklich von groß bis klein hat man einfach Platz drin. Ich mach's einfach mal. Ja, mach einfach mal. Wir haben auch natürlich das Thema Mindeststellung, aber ich denke, da sind wir dabei. Ja, ne? Haben wir jetzt keine Anzeige leider, aber ich denke, es hat Platz. Und jetzt setzen wir die Natascha doch daneben, weil die hat auch Platz. Ja, Fuß muss jetzt passen, das ist natürlich nicht ganz, aber... Ja, Matthias, herzlichen Glückwunsch zu deiner Tochter. So schnell kann's gehen, oder? Aber genau, super. Also, es ist einfach von der Ergonomie her, dass man irgendwie Platz hat. Die machen wir doch auch, oder? Ja, das wäre gut. Ich bin Daniel von der Firma Attraktion und wir präsentieren hier auf der IAPA unser neues Produkt. Das heißt Playneo. Das ist ein interaktives Gruppenspiel, was unsere neuesten Interactive Shields nutzt. Diese sind unsere neuen interaktiven Devices, mit denen man im 3D-Raum komplett ohne Laser, ohne Infrarot tracken kann und klassischerweise mit dem Spiel interagieren kann, aber auch mit physikalischen Objekten. Unser erstes Produkt dahinter ist Playneo. Mit dem kann man in kleinen Setups mit Gruppen zwischen 4 und 16 Spielern, je nach Größe, miteinander spielen. Wir launchen heute den ersten Teaser zu diesem Produkt und das finale Spiel ist in ungefähr einem Monat am Markt. Die erste Installation ist nächstes Jahr im Frühling. Ja, und wir bringen jetzt jedes Jahr ein neues Spiel raus und das vom nächsten Jahr heißt Merlin's Mysteries, wo man mit Merlin gemeinsam ein bisschen zaubert. Ja, wir haben sie gefunden. Metall war Emmeln, sind natürlich auch hier auf der IAPA vertreten. Herr Löke und Herr Hangebruch von Metall war Emmeln sind hier und wir haben hier, sie präsentieren uns eine Neuheit von Metall war Emmeln. Was ist das? Ja, diesmal ist es ein Dark Ride-Fahrzeug, was wir bisher noch nicht im Programm hatten. Wir sind hier in einer Kooperation mit einem niederländischen Hersteller von Beleuchtungsanimationen und Schaueffekten und zusammen mit denen produzieren wir hier ein Fahrgeschäft, das jetzt im Bereich Geisterbahn aufgestellt ist und erstmalig also mit vorne und hinten in lenkenden Achsen sehr, sehr kleine Radien fahren kann. Der Wendekreisdurchmesser ist hier mit 1,60 m extrem klein
Und ja, das Fahrzeug bietet Platz für 4 Personen und bietet die Möglichkeit, die Fahrzeuggondel oben, die jetzt in einer Richtung rotiert, in jede Richtung auszurichten und auch anzuhalten, so wie es der Szenerie entsprechen würde. Also, vielen herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir kurz sprechen konnten. Das ist für uns sehr interessant. Wie gesagt, wir sind Fans von Metall bei Ermüll natürlich. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ja. Ja, gern. Und da sind wir auch nach wie vor noch sehr erfolgreich unterwegs. So, wir sind hier bei Wiegand. Das dürfte auch allen sehr bekannt sein. Und wir haben hier was ganz Tolles, was ja neu ist, was aber schon so gebaut wurde, wie ich gerade gehört habe. Worum handelt es sich denn hier bei diesem Fahrgeschäft? Das ist eine Neuentwicklung von unserem bestehenden Popcard-System. Das ist so ein angetriebenes Fahrzeug, was vorher mit Popcard in der Wanne war. Das haben wir jetzt umgesetzt mit unserem Erfolgsprodukt Alpine Coaster, auch ein angetriebenes Fahrzeug auf der Schiene zu bewegen. Das haben wir vor 3 Jahren angefangen, um die Entwicklung zu starten mit einer Teststrecke bei uns im Werk in Rastorf. War zwar jetzt nicht so lange, hatte aber sämtliche Steilkurven und Steigungspassagen alle mit inkludiert und haben dann das erste Projekt in Amerika gestartet, in Tennessee, wo schon mehrere Anlagen von uns laufen und wir haben dort das Glück gehabt, dass wir einen Bestandskunden haben, der sich den Prototyp hat installieren lassen mit sehr viel Erfolg. Das hat dazu geführt, dass wir gleich daraufhin ein größeres Projekt in Wales bekommen haben mit einem großen Partner von uns, der Zipworld heißt. Da sind auch mehrere Projekte für das kommende oder die nächsten 2 Jahre angedacht. Ja, das System ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben ein Fahrzeug, ein Oberteil, wo der Passagier drin sitzt und beide Passagiere Platz nehmen. Und unten drunter ist die Antriebseinheit. Das ist eigentlich die Neuerung an der Sache, weil das ist ja durch Wirbelstromtechnik ein kontaktloser Antrieb. Was die Sache natürlich sehr effizient macht und auch vor Witterungseinflüssen keinen Halt gibt. Also bei Regen oder kleinen Schneeverhältnissen kann auch gefahren werden. Wie schnell kann man damit ungefähr fahren? Wie ist es maximiert auf 25 Meilen oder 40 Kilometer pro Stunde. Ist also die gleiche Geschwindigkeit wie beim Coaster auch. Ja. Man kann es hier dann manuell steuern. In diesem Fahrzeug ist es jetzt ein Gasgriff. Man kann aber genauso hier eine Art Joystick machen, wo dann der einzelne Fahrgast kontrolliert und die Geschwindigkeit selbst reguliert. Gesichert sind die Fahrgäste mit diesem Rückhaltesystem.
Das ist so konzipiert, dass wir auch Kinder ab 4 Jahren mitfahren lassen können. Ab 8 Jahren dürfen sie selber steuern. Die Sicherheit ist auch klar, dass es zum gewissen Bereich schließen muss. Ansonsten kriegt das Fahrzeug kein Go, dass es fahren darf. Und jetzt können sie anhand des Gasgriffs dann die Geschwindigkeit selbst regulieren. Aha, alles klar, wow, cool. Also ich muss sagen, ich würde dich fahren lassen und mich hier so gemütlich. Du willst da so chillen, ja. Das ist richtig gemütlich, ja. Sie sind aber momentan an der Fahrerseite. Ja, ich bin auf die andere Seite. Okay. Aber wirklich schönes System. Okay, vielen herzlichen Dank für die kurze Präsentation. Gerne geschehen. Yeah, our video comes to an end. At this point, we had a great day here at IAPA and we have met a lot of people we know, oh, that us know,